So, und weiter geht's mit Vampire's Dawn. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe meine gesamten Seelen und meinen gesamten Vorrat an Seelen habe ich in dieses Kack-Schicksalsspiel gesteckt und habe einen Vampirhelm rausgekriegt. Einen. Oh, es ist so eine Last mit diesem... Es ist wirklich hart. Man muss es so sagen, wie es ist. Folgendermaßen, ich... Dingsbums. Wie heißt's? Wollen wir mal gucken, was wir weitermachen. Schmerzgang kann weg. Ich muss auf jeden Fall nochmal Bluthändler kaufen. Rote Truhen, lieber lasse ich mal auf. Ich würde gerne mal wissen, wo die Bluthändler drin sind. Die Bluthändler, wo es hier einer gibt. So, wo haben wir es denn? Nebenquest, Fundorte, Blutverkäufer, okay. Will ich mal schauen. Wir sind hier in Uruya, ne? Man sagt, in jeder Stadt gibt es einen. Genau, Astion ist mir relativ wurscht. Herlis, Iranis, Istar, Lomba, Melsan, Uruya. What? Okay. Das ist weird. Aber gut. Ah, hier gibt es also einen. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen... Ein bisschen enttäuschend, dass er nur so wenig hat. Dann gehe ich mal woanders hin. Ich würde nämlich gern mir ein bisschen mehr kaufen als nur Dingsbums. Als nur diese Blutfiliolen. Dann gucke ich einfach mal, wo die nächste Stadt ist. Das war Vatradan. Ich glaube nicht, dass es in Tessa was gibt. Dann gucke ich einfach mal, was es hier so gibt. Das ist Asran. Wo haben wir es dann? Melsan, Lomban, Istar, Iranis, Herlis, Astion. Ich weiß nicht, ob er in der Dingsbums... Nee. Okay, in Asran gibt es keine. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss auf jeden Fall wieder Seelen und Seelensteine sammeln, das ist klar. So, das will ich mal ein bisschen zur Seite machen. In Shanna. Ach, warum nicht? Machen wir mal hier weiter. So, ihr Lümmel. Wer seid ihr? Verdammt! Ihr habt euch in eine Fledermaus verwandelt. Na und, du verwandelst dich gleich in eine Pfütze Blut. Wunderbar. Machen wir den Matrosen mal platt. Dann kann auch der Wallner noch ein bisschen Blut saugen. Ich habe nämlich jetzt, bevor ich jetzt mit dem Schicksalsspiel die Gegend erforscht habe, habe ich, ihr seid Vampire, sterbt! Ja, ja, komm, versucht's ruhig. Habe ich den Blutvorrat von den Leuten nochmal ein bisschen voll gemacht. Von daher, ja, mal gucken. Ja, doof gelaufen. Zumindest von der Lane. Beim Wallner habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt. So, ihr wollt einfach mitfahren. Warum sieht der genauso aus? Der ist auch ein bisschen kräftiger als die anderen. Na gut. Kann man nichts machen. Dann kann der Wallner halt keinen Blutvorrat benutzen. So. Gibt's hier noch? Ja, Speicherstein. Super.
Oh, den Captain platt machen. Hallo, Dicker. Papi ist da. Ah, was seid ihr für blind, dass er dafür bezahlt? Werdet ihr bezahlen? Nein, der Einzige, der etwas bezahlt, bist du. Und zwar dein Leben. Wunderbar. So, dann machen wir den Kapitän mal zur Sau. Degradieren wir ihn zur Küchensau. Ja, ist ja jetzt, da die Jungs relativ gut gepusht sind und viel Zeug haben. Und wieder einer weniger. Wunderbar. Zwei Speichersteine bekommen. Das hat sich doch super gelohnt. Ich will nochmal gucken, was ich so mitbekomme. Blutnektar. Ja, geil. Super. Ihr wisst ja, wer es kriegt. Das ist ja klar, dass das hier alles der Wallner kriegt. Ja, super. Gut, wenn ich mich jetzt in eine Fledermaus verwandle, versenke ich das Schiff. Das ist super, wunderbar. So, und dann geht's auch weiter. Die Frage ist, was mache ich als Nächstes? Es gibt zwei Sachen. Entweder ich kann... Nee, weißt du was, das mache ich mal woanders da. Ich guck mich einfach mal ein bisschen um. In anderen Städten, ob ich da vielleicht irgendwas finde. Hier so Bluthändler und so ein Kram. Von daher, warum eigentlich nicht? So, in der Wüste würde es natürlich Sinn machen. Okay, wenn ich dem Dingsbums glauben kann, dann hinter diesem Baum hier. Ne, hier nicht, sondern hier. Nee, doch, hier unten. Der Baum war's. Ah. Wie kann ich euch helfen? Der ist wenigstens nett. Oh, Bluttrank. Geil, von dem habe ich nicht so viel. Oh, wunderbar. Herrlich. Hat sich gelohnt. Ich will mich trotzdem nochmal umgucken. Vielleicht finde ich ja noch ein paar andere Sachen. Warte mal, was ist denn mit dir? Huch, ihr habt mich entdeckt. Was machst du denn hier? Ich verstecke mich hier. Ich halte es in diesem Dorf einfach nicht mehr aus. Wieso denn? Wieso? Wieso? Habt ihr nicht bemerkt, wie in diesem Dorf die Frauen behandelt werden? Ach so, na, es ist irgendwie schon verständlich, dass du gehen willst. Nur, ich habe keine Ahnung hin. Ich kenne doch kaum andere Städte. Wie wäre es mit Shanna? Da haben Frauen keine Probleme, frei zu leben. Wenn sie denn leben. Shanna? Eine Stadt auf einer kleinen Insel westlich von hier. Dort lebt kaum jemand. Also eine ziemlich leere Stadt. Da habe ich dann bestimmt keine Probleme mehr mit Männern. Wo kann ich nur empfehlen? Eine schöne Stadt. Zumindest, wenn man die Blutflecken nicht mehr sieht. Obwohl, gerade die haben dich dann schön gemacht. Das ist eine gute Idee. Ich gehe nach Shanna. Und dort eröffne ich ein Waffengeschäft. Das war schon immer mein Traum. Bis bald. Alles klar. Super. Ja, ich kann jetzt mal eigentlich so Stück für Stück die... Städte so ein bisschen abklappern. Ich denke mal, das nächste, was ich versuchen werde, ist vielleicht der König. Der fehlt nämlich auch noch. Ist nämlich der Auftraggeber von Sir Estir. Spoiler-Alarm, kam viel zu spät. Naja, das Spiel ist uralt, ne? Von daher wird es schon passen. So, wo haben wir es dann? Wir haben hier Esrik. Wollen wir mal gucken, ob es in Esrik das auch gibt. Iranis, Herles. Nö, sieht nicht so aus. Iranis. Gibt's da in Esrik was? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Nein, gut. Dann hat sich das auch gegessen. Aber in der anderen Eisstadt gibt's was. Da will ich mich mal umgucken. Ich glaube aber in Iranis habe ich den schon mal besucht gehabt. Ich bin mir... so, nicht so ganz sicher, aber... Naja. Fehlen noch zwei Vampir-Dingsbums. Hier war ich schon, genau, bei dem war ich schon. Daran konnte ich mich noch dran erinnern. So, wollen wir mal gucken, was der hier so verkauft. Okay. Hab ich schon. So, was ist denn die nächste Stadt? Waffen und so ein Kram brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe jetzt auch alles erlernt. Das bedeutet, eigentlich könnte ich jetzt mit der Story mal weitermachen, dass wir nicht dauerhaft hier festgefahren sind. Aber ich würde trotzdem gerne meinen Vorrat an anderen Sachen nochmal ein bisschen erfrischen.
Das noch nicht. So, das ist das Walddorf. Ist da. Okay, dann komme ich hier mal rein. Das soll hier an dem Baum sein. Ah. Okay, wollt ihr was kaufen? Oh, Blutelixier. Alter, das macht mich arm. Aber es ist geil. Okay, wusste ich auch noch nicht, dass ich die Möglichkeit habe, auch mal pleite zu werden. Ja, das ist geil, ja. Warte mal, ich kann auch bestimmt noch... Gehe ich mal in die... Ja, super, ich habe doch... Super, ja, da kaufe ich natürlich ein, das ist klar, ne? Blutelixier ist natürlich das Geilste überhaupt, was du machen kannst. Weil ich meine, eine Flasche, die deinen Bluthaushalt komplettiert, ist halt super. Da frage ich auch nicht lang nach. So, wunderbar. Habe ich noch irgendwas zu verkaufen? Nein, ich kann eigentlich nur noch farmen und Kohle habe ich auch keine mehr. Wunderbar, das passt doch. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch gleich weiter. Ich würde schon gerne ins Schloss Tranak gehen. Was sagt denn meine Aufnahmezeit? Mache ich das in diesem Part oder mache ich das nicht? Tradan, Bordell habe ich, Aishas Versteck habe ich. Verflucht, Eindringlinge, mir scheint wohl ein wichtiges Schiff zu sein, wenn man sofort angegriffen wird. Ja. Scheiße. Ich glaube, die sind relativ stark. Na, halten wenigstens einen Schlag von Delane aus. Das ist doch schon mal super. Kann der Wallner sich mal ein bisschen voll machen. Yo. All 500 Crit Damage vom Aska. Dieses Schiff ist von König Geralt. Für euer Eindringen werdet ihr sterben. Das geht aber schnell. Also man stirbt hier relativ schnell. Oh, ich bin aus Versehen auf ein Schiff gelaufen. Ja, jetzt muss ich sterben. ist schon ein bisschen hart, finde ich. Kann man sagen, geht runter oder wir müssen euch angreifen. Alles klar, hau ich ab. Blöd gelaufen. Ja, das ist alles so. Kommunikation. Mit A und O. So, jetzt kommst du dran, dann Monster, Angriff, wieso Monster? Achso, ja stimmt, ich habe mich vor deren Augen in eine Fledermaus verwandelt. Ja, komm, da kann der Wallner nochmal ein bisschen Blut saugen, dann gibt's den Burschen auch ganz gut. Kritischer Treffer, easy. Wunderbar, können wir die auch gleich versenken. Und wieder ein Soldat weniger, wunderbar. Blutrune, das ist doch schon mal ganz geil, gibt die 5 oder 1 Gold? Oh, 5, nice. Aber die Elaine hat immer noch mehr, ne? Das ist schon hart. Dafür, dass ich den Wallner wirklich mit sämtlichen Kram vollpumpe. Ja, Blutflaschen könnte ich noch ein paar brauchen. Naja, passt schon. Kapitän, wie ihr wagt es, in meine Kabine zu kommen? Ihr gehört nicht mal zu den Rittern von König Geralt. Vor euren Frevel werdet ihr sterben. Also irgendwie habe ich diesen Spruch schon mal gehört. Kapitän, ja, ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Der gibt auch eine starke Seele, das ist ganz gut. Genau. Der Unterschied ist, glaube ich, ich sollte ein bisschen farmen, weil ich unbedingt wieder Seelensteine brauche. Damit ich nämlich einen Golem beschwören kann. Bevor ich mich hier breit mache. Todeskrallen, das ist Rondage. Ja, der hat schöne Sachen. Speicherstein, das ist auch ganz nett. Aber so besonders antike Münzen ist natürlich klar. Du, 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 du.
Alles klar, unser Schiff auch schon mal hinüber. Wunderbar. So, dann bin ich hier in Asran. Ich weiß nicht, inwieweit die Komplettlösung Story relevant ist, weil ich habe ja jetzt eigentlich so ein Dingsbums gefunden. Erstmal den ganzen Kram verkaufen, ne? Vampirsteine habe ich sehr, sehr viele. Die will ich nicht verkaufen, weil die relativ selten sind. Blutring, Blutschutzring, Lichtring. Ja, es ist alles. Vampirring habe ich natürlich viele. Ja, antiker Vampirring ist klar. Habe ich alle halt natürlich bekommen, indem ich Dingsbums hatte. Ja, komm, die Speichersteine können weg. Ich habe ja Dingsbums. Habe ich alles durch das Schicksalsspiel bekommen. Juckpulver, drauf geschissen, Heilstaub, ja. Ist auch nicht unbedingt viel. Todeskrallen können weg. Was hast du denn hier? Nichts. Super. Gut. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber... Normalerweise müsste ich jetzt in die Höhle nach Lim. Könnte aber auch... Das mache ich auch. Mache ich auch. Das mache ich ein andermal. Und zwar, ich mache jetzt erstmal in Lim weiter, bevor ich jetzt hier anfange und mich mit König Geralt boxe. Und zwar, dann kann ich einfach noch ein paar Dingsbums finden. Ja, kann ich einfach noch ein paar... Sachen finden. Es gibt ja zwei Höhlen in Lim, die muss ich noch ein bisschen abgrasen. Einmal die Höhle links, wo ich dann irgendwas finde für eine Diebin. Speichern. So, okay. Blut wird fließen, aus welchem Leib auch immer. Jetzt gucke ich mir im Menü nochmal die Quests an. Und gucke einfach mal, was ich demnächst jetzt mache. Aufgaben. Finde ein Aufenthaltsboot. Okay. Finde heraus, wer der Auftraggeber von Sir Essen ist. Okay. Suche die Höhle im Magiegebirge nördlich von Lim. Suche ein altes Armband nordwestlich von Lim. Bring es nach Lim zurück. Okay. Das machen wir jetzt erstmal. Hier müssen wir ein altes Armband suchen. Hier haue ich nochmal den Blick der Geister raus. Mit der Hoffnung, dass ich dann was finde. Böser Krieger und Priester. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie stark die sind. Aber ich glaube, die geben schon starke Seelen. Okay, der Priester ist schwach. Normale Seelen, okay. Das sind schon... So, mit dem Wallner und Blick der Geister ist eigentlich ganz cool. Weil da muss ich nicht über... Ja. Muss ich nicht überall hin und her pimmeln. Was wunderbar. So, läuft eigentlich ganz gut. Ich gucke dann gleich nochmal, wie der Blutverlauf von den beiden ist.
so das Gefühl, dass ich hier eigentlich nur gerade herumgurke. Antike Münze, das ist ganz nett. In dem Part habe ich eigentlich nur herumgeguckt. Dann würde ich mich einfach nochmal speichern hier. Beziehungsweise gespeichert habe ich. Das bedeutet, wir machen jetzt, ich mache jetzt hier einen Cut. Dann machen wir die Höhle einfach beim nächsten Part. Und dann sehen wir uns dann, weil wir waren lang genug, ne? Muss jetzt nicht, die Parts müssen jetzt nicht so lang sein. Also von daher, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.